Ja, hallo, ich bin der Vari und ich habe etwa vor einem Monat diese Kamera bei eBay gekauft, gebraucht, bestimmt schon 5 Jahre alt. Das ist die Bushnell Trophy HD, eine Kamera aus dem Profibereich. Diese Kamera ist nicht dafür gedacht, um gestochen scharfe Fotos und Videos zu machen, sondern die ist dafür gedacht, dass sie lange im Wald hängt und Aufnahmen anfertigt, ohne dass man auf sie Acht geben muss. Sie ist robust gebaut und die Batteriehaltbarkeit ist auch sehr lange. Die Kamera hat einen einzigen Nachteil: man kann sie nur einstellen auf Fotos oder nur auf Videos. Man kann sie nicht einstellen auf beides. Und jetzt gucken wir mal, was drauf ist. Manchmal sind diese Kameras bei eBay zu finden, weil einige die aus ihrem Sortiment herausnehmen und sich neue kaufen für sehr wenig Geld und ist empfehlenswert. Für jemanden, der anfängt oder überhaupt erstmal reinkommen möchte in Wildkameras, sich eine gebrauchte zu kaufen. Bushnell ist da ziemlich gut, weil die sind robust und funktionieren eigentlich immer, auch wenn die Video- oder Fotoqualität nicht so hervorragend ist. Sie bringt's. Und man kann damit üben, man kann damit probieren und wenn man dann 10 Euro im Wald hängt und die klaut tatsächlich einer, dann ist es nicht ganz so schlimm. Man kann natürlich Schloss ranhängen, auch wenn es nur ein relativ kleines Loch ist, aber es geht. Man kann einen Gurt ranmachen, man kann ein Stahlseil ranmachen. Es ist ein Gewindestativ vorhanden, dass man sie auch mal mit einer Wandhalterung an der Hauswand befestigen kann oder Schuppenwand oder was auch immer. Man kann sie passwortschützen und sie tun eigentlich immer ihren Dienst. Die Akkulaufzeit ist wahnsinnig hoch. Und jetzt zeige ich euch auch mal noch was anderes. Die Akkulaufzeit ist wirklich sehr hoch. Ich habe hier 4 billige Supermarktbatterien drin und sie tun es auch. Wenn man hier hochwertige Batterien einsetzt, 8 Stück, ja, die sind jetzt bestimmt schon 3 Wochen drin, halten immer noch. Wenn man hier hochwertige Batterien einsetzt, 8 Stück, dann kann diese Kamera wahrscheinlich auch sogar ein ganzes Jahr lang arbeiten. Wenn man sie nur auf Fotos einstellt, dann vielleicht sogar noch länger. Man sieht es an dem Display, es gibt hier kein Farbdisplay, sondern nur ein OLED-Display. Diese Kamera soll halt Energie sparen und das sieht man auch am Monitor. Wirklich gute Kamera. Das war's von mir, ein ganz kurzes Video über die Bushnell Trophy HD. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, euer Vari.